Durch Berlin rollen täglich abertausende Lkw. Vom Kleintransporter bis hin zum tonnenschweren Laster. Birgit Herms und Thomas Kenne sind auf diesen Sonderverkehr spezialisiert. Auf der Berliner Stadtautobahn halten sie Ausschau nach Fahrzeugen, die eine Gefahr für den Straßenverkehr sind. Wir verkaufen Verkehrssicherheit. Wir sind eigentlich dafür da, dass der Individualverkehr und auch der Berufsverkehr funktioniert und dass kein anderer behindert oder gefährdet wird. So, aber es ist eine Masse an Verkehr, der innerhalb Berlins unterwegs ist. Und deswegen kann man nicht jedes Fahrzeug kontrollieren, was wir gerne machen würden. Nach wenigen Minuten entdecken die beiden einen Verkehrsteilnehmer, bei dem sich eine Kontrolle lohnen könnte. Bei uns fährt ein Autotransporter oder ein Anhänger, da steht ein Wohnmobil drauf. Und wenn ich jetzt so sehe, hängt ein Pkw davor. Und ich glaube, der hat es gerade. Nee, hat er nicht, oder doch? Da müssen wir mal gucken, ob die Anhängelasten so hinhauen, ob die Ladungssicherung stimmt, der ordentlich gesichert ist und ob der Fahrzeugführer vielleicht auch den passenden Führerschein hat. Das wäre mal total toll. Ob das Gespann zu schwer ist, können die Polizisten nur mit einer Waage feststellen. Thomas Kenne fällt noch mehr auf. Also das Erste, was ich sehe, ist, er hat keine Spiegel, dass er an dem Fahrzeug vorbeigucken kann. Genau. Die Anhängelasten könnten auch knapp sein. Jetzt wollen wir mal gucken, was der für einen Anhänger hat, was der für eine Bremse hat. Auflaufbremse, Seil ist dran. Ja, aber die Wegstreckenreserve ist jetzt nicht so üppig, wie ich sage. Ich mach das schon. Nee, ich mach das mal schnell, weil sonst ist das ja weg hier. Entschuldige bitte. Alles gut. Entschuldige bitte. Alles gut. Ja, danke. Das Zugfahrzeug ist sicher PS-stark. Doch Birgit Herms vermutet, dass das Wohnmobil hinten drauf zu viel des Guten ist. Guten Tag, die freundliche Berliner Polizei. Wir würden Sie gerne kontrollieren wollen. Und wir würden Sie auch auf die Waage ziehen. Deshalb bräuchte ich mal Ihren Führerschein, Fahrzeugpapiere, Ausweis oder Pass. Und dann folgen Sie uns. Wir fahren noch mal zurück auf die Autobahn zum Wiegen. Ja? Okay. Das ist Ausweis. Jawohl. Führerschein wäre toll. Führerschein. Und die Fahrzeugpapiere. Also für den Anhänger und für. Ist der Anhänger? Nee, das ist für den. Fürs Wohnmobil. Haben Sie den gekauft? Oder was machen Sie mit dem jetzt? Weil der noch zugelassen ist. Bitte? Das Fahrzeug ist ja noch zugelassen. Zugelassen? Ist es noch, ja. Muss Frankfurt oder abmelden. Ach, Sie wollen es abmelden, Frankfurt oder. Okay. Doch ganz so schnell wie gedacht geht es dann doch nicht Richtung Waage. So. Das Fahrzeug ist ja noch komplett zugelassen. Aha, was macht er denn jetzt? Jetzt kontrolliert er noch mal alles, oder? Nee, ist er sichert schnell noch mal nach. Ja, macht er. Och, bitte. Doch, macht er wirklich. Ja, wir wollen mal gucken gehen. Haben Sie jetzt noch mal nachgesichert? Ich hab noch was vergessen. Geht gleich los. Den kompletten Zug. Ich muss mal kurz den kompletten Zug aufnehmen. Schnell noch Beweise sichern, bevor der Fahrer noch mehr an seiner Ladung herumdoktert. Wir haben gesehen mit dem Spiegel, dass er halt noch mit Zugurten nach hinten gegangen ist. Und ich wollte jetzt nicht, dass er die Situation verändert. Also für den Fall, dass die Ladungssicherung nämlich nicht ausreicht, die habe ich ja noch nicht geprüft, hätte ich gerne den unveränderten Zustand gehabt. Deshalb sind wir nochmal ausgestiegen. Ein bisschen groß auf dem kleinen Anhänger. Wir werden mal schauen, ob das Fahrverhalten auch so gut ist. Ich habe jetzt noch mal schnell dokumentiert, wie die Situation ist. Die Variante zum Beispiel wäre hier nicht erlaubt, so wie er transportiert. Für diese Lochbleche gibt es spezielle Haken, das wäre der hier zum Beispiel. Hier wird nämlich die Belastung auf der Hakenspitze ausgeführt und nicht da, wo die geprüft ist, auf dem Hakengrund. Also es besteht die Gefahr, dass der aufgebogen wird. Und dann habe ich hier noch mal dieses Etikett fotografiert, welche Leistung dieser Gurt eigentlich aufbringt. Das war der Hintergrund, warum ich es jetzt noch fotografiert habe, schnell. Und jetzt kommen wir weiter. Oh, wait, der wird nicht viel weiterfahren, weil, sehe ich gerade aus dem Zufall, der hat sich nämlich hier
Nagel oder eine Schraube eingefahren. Kaputter Reifen und vielleicht zu schwer. Das Aus für die Weiterfahrt? Das Gewicht, was geladen ist, darf nicht auf dem Anhänger transportiert werden. Das heißt, das Wohnmobil ist zu schwer für den Anhänger. Die Polizisten Thomas Kenne und Birgit Herms kontrollieren ein Fahrzeuggespann. Auf der Laderampe ein altes Wohnmobil. Leider ist es unzureichend gesichert und im Reifen des Anhängers steckt ein Nagel. Und die Frage ist, ist die Ladung zu schwer? Eine Fahrt über die Waage liefert die Antwort. Sie waren jetzt ja auf dieser wunderbaren Waage, dass wir ihn auch komplett als Zug wiegen konnten. Als Zugverband ist er nur ganz, ganz leicht überladen. Das könnte ich als vernachlässigen. Dann habe ich die Fahrzeuge, zumindest den Anhänger, noch mal einzeln gewogen und habe wirklich festgestellt, dass er 800 Kilo überladen ist. So kann er auf jeden Fall nicht weiterfahren. Das müssen wir ihm jetzt beibringen. Und ich hoffe, das kriegen wir mit der Sprachbarriere auch hin. Denn der Fahrer aus Polen spricht nur wenig Deutsch. Die beiden Polizisten halten schon mal Ausschau nach einer extra langen Parklücke. Guck mal, hier kann er doch eigentlich überall alt hinstellen, oder? Wollen wir hier anhalten, hier ruf? Guck mal, es sind zwei Parkplätze, da kann er einen Anhänger und rein theoretisch gesehen. Theoretisch, ja. Weil besser geht's nun wirklich nicht mehr, würde ich sagen. Also wir werden jetzt die Fläche für ihn absichern, dass er mit seinem Fahrzeug, zumindest mit dem Anhänger, hier drauf kann. Jetzt muss er sich überlegen, wie er die Lösung vorbeischafft. Ob er einen anderen Anhänger bekommt oder ein Fahrzeug. Ein befreundetes Unternehmen vielleicht, das für ihn den Transport darüber bringt. Das werden wir ihm jetzt vorsichtig beibringen. Der Fahrer dürfte bereits ahnen, was ihm blüht. Ein Bußgeld und die Aufforderung, einen größeren Anhänger zu organisieren. So, jetzt können wir mit ihm reden. Jo, dann machen wir auf dem Gehweg. Dann machen wir auf dem Gehweg. So, wir können ja schon mal gucken. Problem Nummer 1, der Nagel im Reifen. Hier, komm mal her. Guck mal da. Hast du ihn gefunden? Den Nagel habe ich schon gefunden, ja. Sehr gut. Das ist das Erste. Luftfest. Ja, aber mit Nagel blöd. Ja, Schuhe sind auch blöd. Komm nur oben drauf, ja. Ja, das sind, die, wenn hier. Du schon da unten bist, das sind gute Schuhe. Wenn du schon mal unten bist, hättest du mir den Haken zeigen können. Jetzt muss wieder jeder von uns runter. Ist egal, ich bin ja da. Problem Nummer 2, der Spanngurt ist zu locker. Ja. Hier auch, aber eben gar nicht. 3 Punkte. Ja, aber hier ist Problem. Der sitzt falsch. Genau, ja. Das darf nicht passieren. Genau, das darf nicht passieren. Ja, das ist. Ja, ist falsch. Ist leider falsch. Und der Anhänger und ist zu schwer für den Anhänger. Also, die Fittung von Waage ist sauer. Ja. Aber der ist zu schwer für den Anhänger. Deswegen das Ablagern. Deswegen hier hinstellen. Ja. Hier packen. Ja. Der Fahrer scheint nicht überrascht. Ob er sich der Überladung bewusst war, können die Polizisten nicht nachweisen. Das ziehende Fahrzeug darf das Gewicht ziehen. Das ist erlaubt. Das Gewicht, was geladen ist, darf nicht auf dem Anhänger transportiert werden. Das heißt, das Wohnmobil ist zu schwer für den Anhänger. Und wenn die Belastung halt einfach zu hoch ist, dann stellt es eine Gefahr wieder für andere Leute dar. In jeglicher Art und Weise. Bis hin zum Aufschaukeln bzw. Umkippen oder Ähnliches. Und das versuchen wir jetzt zu verhindern. Zum Glück haben die Polizisten diese Gefahr rechtzeitig erkannt. Das Wohnmobil legt einen unfreiwilligen Zwischenstopp ein. Birgit Herms fasst für den Fahrer zusammen, was jetzt zu tun ist. Dann jetzt ganz wichtig und zuhören. Wenn Sie es nicht verstehen, fragen Sie bitte nach. Die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug ist ja untersagt, mit dem Wohnmobil, das muss ja hier stehen bleiben. Das haben wir ja gesagt, das haben Sie auch verstanden. Sie können jetzt natürlich wohin auch immer fahren, mit Fahrzeug, also mit Ihrem Touareg und dem Anhänger, aber mit dem Anhänger nicht auf die Autobahn, solange der Reifenschaden nicht behoben ist. Noch verliert der Reifen offenbar keine Luft, doch ein hohes Tempo wäre zu riskant.
Haben Sie noch Fragen? Eventuell Strafe? Strafe kommt per Post zu Ihnen nach Hause. Post ja. ist nach Hause. Genau. Okay. Alles klar. Viel Glück. Bitte? Viel Glück. Danke. Gerne. Der Fahrer aus Polen trägt es mit Fassung. Ob er sein Vergehen einsieht, steht auf einem anderen Blatt. Wir sind dafür verantwortlich, dass andere Verkehrsteilnehmer durch sein Fehlverhalten nicht behindert oder belästigt oder sogar gefährdet werden oder sogar zum Unfall kommen sollte. Das ist unsere Aufgabe, haben wir erfüllt. Mehr können wir nun wirklich nicht machen. Wenn wir jetzt weg sind und er lädt das Fahrzeug wieder auf, ohne unser Wissen, macht alles wieder fest und fährt weiter, das können wir sowieso nicht verhindern. Ja, wir können es auch nicht überprüfen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt haben wir alles Mögliche getan. Thomas Kenne und Birgit Herms werden auch weiterhin alles daran setzen, dass Berlins Straßen sicher sind.